Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video möchte ich zusammen mit euch die Edifier NeoBuds Pro auspacken. Das sind Active Noise Cancelling Kopfhörer, die ungefähr 115 Euro kosten. Und was die so drauf haben, auch im Vergleich zu den AirPods Pro, das erzähle ich euch gleich nach dem Intro. Also dranbleiben und viel Spaß. So, bevor das Video jetzt losgeht, noch eine kleine Info an euch. Die Kopfhörer wurden mir freundlicherweise von Edifier zugesendet. Trotzdem bleibt meine Meinung meine Meinung. Starten wir jetzt aber mal ganz vorne, und zwar als ich die Anfrage bekommen habe, muss ich sagen, war ich schon etwas skeptisch, weil Active Noise Cancelling Kopfhörer für ungefähr 100 Euro, da dachte ich, kann man nicht so viel erwarten, beziehungsweise ich hatte auch schon mal Kopfhörer jetzt zum Testen, die mich nicht vom Hocker gehauen haben für ungefähr 100 Euro. Deswegen waren meine Erwartungen sehr gering. Dann kam aber dieses schöne Päckchen hier bei mir an. Ihr seht schon, das glänzt so schön. Ich hatte es ausgepackt, das seht ihr jetzt hier im Hintergrund, und ich war wirklich sehr begeistert. Also die Verpackung, würde ich sagen, ist hochwertiger als die von den AirPods Pro, und die Auspack-Experience ist auch deutlich cooler als bei den AirPods Pro. Man kann das Case hier so schön magnetisch aufmachen, und hier haben wir sogar so eine Schallisolierung quasi drin. Das sieht total cool aus. Ich denke, das ist nur für die Looks, sag ich mal. Außerdem ist hier noch ein USB-C-Kabel bei zum Laden und noch so ein paar anderer Schnickschnack. Was mich aber besonders beeindruckt hat im Lieferumfang, war diese Pouch, die noch zusätzlich dabei ist, so eine Travel-Pouch, wo man die Kopfhörer dann quasi reintun kann. Und eine riesige Anzahl von verschiedenen farbigen Aufsätzen und verschiedenen Größen. Die brauchte ich aber zum Glück gar nicht, da mir die Kopfhörer sofort gepasst haben. Und dann hier die Case selber hat mich auch überzeugt. Von der Haptik fühlt sich gut an, ist zwar hier Plastik, hier aber Metall. Und die Kopfhörer liegen hier magnetisch drinne auf den Kontakten zum Laden. Und an sich ist das Case wirklich sehr hochwertig und schick. Und ich finde, das Licht gibt nochmal so einen extra Touch, ist ein kleiner Hingucker. Finde ich cool. Hinten haben wir dann den USB-C-Anschluss zum Laden. Machen wir direkt auch mal weiter mit der Akkulaufzeit, und zwar bekommt ihr hier laut Hersteller ungefähr 5 Stunden aus den Kopfhörern selbst mit Active Noise Cancelling und weitere 15 Stunden aus dem Case. Ohne Active Noise Cancelling habt ihr 6 Stunden von den Kopfhörern und 18 weitere vom Case. Und 10 Minuten Kopfhörerladen bringen euch angeblich 1 Stunde Wiedergabezeit. Finde ich ganz vernünftig. Die Zahlen sind ungefähr wie bei den AirPods Pro, und die habe ich noch nie leer bekommen, außer einmal im Flugzeug, weil ich eingeschlafen bin mit Active Noise Cancelling an. Aber sonst noch nie. Deswegen denke ich, sollte es auch hier ausreichen mit dem Akku. Kommen wir jetzt aber mal zum Design. Und ich muss sagen, mir gefällt das Design deutlich besser, als ich es mir von den Bildern vorgestellt habe. Ihr seht es jetzt ja selber. Ich finde, AirPods Pro stehen mir nach wie vor irgendwie besser als diese NeoBuds Pro. Also sie sind jetzt nicht klobig. Manche Sony-Kopfhörer finde ich sehr klobig und nicht so schön. Aber hier im Vergleich mit den AirPods Pro, die finde ich nochmal cooler. Kann aber auch daran liegen, dass man sich so als Standard-Kopfhörer an diese AirPods Pro jetzt gewöhnt hat, weil die jetzt ja fast alle haben. Und man deswegen andere Kopfhörer wie die NeoBuds Pro jetzt nicht ganz so schick findet wie die AirPods. Aber unterm Strich fallen sie jetzt nicht negativ auf, und ich finde, sie sind ganz schick. Hier seht ihr nochmal einen größten Vergleich von den AirPods Pro und den NeoBuds Pro, und man kann sagen, bis auf den Stiel sind sie eigentlich relativ gleich. Also der Stiel ist hier etwas dicker bei den NeoBuds, aber ansonsten ziemlich identisch. Was aber nicht gleich ist, ist das Noise Cancelling. Und zwar ist es bei den AirPods Pro richtig, richtig gut. Ich glaube, lediglich besser waren die AirPods Max. Die habe ich auch mal getestet. Könnt ihr oben rechts in der Infokarte mal angucken. Aber das ist schon richtig gut. Während es hier bei den NeoBuds Pro so lala ist. Der Transparentmodus ist nicht wirklich überragend. Also man hört zwar die Außenwelt besser, als wenn man ihn nicht anhat, aber nicht klar. Also man hört so ein Mikrofonrauschen und so weiter und so fort. Wenn es jetzt echt nur um Verständnis geht, dann kann man den Modus anmachen. Dann versteht man die Leute besser, wenn man die Kopfhörer drin hat, aber hier bei den AirPods kann man auch mit dem Transparentmodus rumlaufen, ohne dass es jetzt negativ auffällt. Klar, man hört dann natürlich sehr viel laute Geräusche, aber dafür ist der Modus ja da, während man hier auch Rauschen hört. Deswegen, der Transparentmodus ist hier nicht so gut. Dann gibt es 2 Active Noise Cancelling Modi, und ich muss sagen, der normale Active Noise Cancelling Modus hat mich eigentlich schon überzeugt. Er ist jetzt nicht super im Noise Cancelling, macht aber keine Störgeräusche. Das heißt, ob ihr den anhabt oder nicht, ihr hört da jetzt keinen Grundrauschen oder sowas, und er filtert schon einiges raus. Jetzt nicht alles, ein bisschen besser als so Beats Studio, sage ich mal. Die sind ganz schlecht mit Noise Cancelling. Da sind die hier schon besser, aber bei weitem nicht so gut wie die AirPods. Dann gibt es aber einen High-End Active Noise Cancelling Modus, und der hat mich gar nicht vom Hocker gehauen. Da habt ihr so ein Grundrauschen drin. Da frage ich mich dann, wofür brauche ich Geräuschunterdrückung, die selber Rauschen erzeugt. Also dann kann ich sie auch gleich ausmachen. Deswegen, der Modus war gar nicht gut. Aber man darf auch nicht vergessen, die kosten 200 Euro oder ungefähr 200 und die ungefähr 100. Von daher, denke ich, kann man das verzeihen.
den räumlichen Klang, also Dolby Atmos, was die AirPods Pro drauf haben, haben die NeoBuds Pro leider nicht drauf, aber sie haben Hi-Res Audio. Aber der Klang an sich, der ist richtig gut bei den NeoBuds Pro. Ich persönlich mag gern basslastige Musik und da finde ich, haben die AirPods Pro zu wenig Bass an manchen Stellen. Selbst mit dem Setting mehr Bässe sind die AirPods Pro nicht überragend, was das angeht. Die NeoBuds Pro haben in der App verschiedene Klangmodi und man kann auch selber einen einstellen bzw. sich mehrere Presets machen mit dem ganzen Equalizer und da finde ich, hat man wirklich eine tolle Klangauswahl und für mich klingen sie auch richtig gut und voll. Während man hier halt mehr diesen räumlichen Klang hat, ein bisschen ausgewogener und nicht viel dran machen kann, hat man hier wirklich den vollen Spielraum und auch massig Bass und das finde ich zum Beispiel richtig gut. Kommen wir noch kurz zur App. Die App ist funktional und relativ einfach aufgebaut. Man hat ganz links die verschiedenen Active Noise Cancelling Settings. Wenn man einmal rüber swipet, hat man die Equalizer Settings bzw. die Presets und oben rechts kann man sich noch so ein paar Einstellungen machen. Richtig cool bei den Einstellungen fand ich die Einstellung der Touchflächen, denn diese Seiten hier sind beides Touchflächen wie bei den ersten AirPods. Bei den AirPods Pro muss man ja quasi so drücken. Hier kann man einfach doppelt oder dreifach drauf touchen und das kann man richtig gut einstellen in der App, also vorwärts, rückwärts, Siri kann man einstellen oder auch verschiedene Noise-Canceling-Modi. Das hat mir also auch richtig gut gefallen und ist ein Feature, was ich jetzt nicht bei 100 Euro erwartet hätte. So, ich will das jetzt nicht künstlich in die Länge ziehen. Ich habe euch was zum Lieferumfang gesagt, zum Design, zum Klang und auch zur App. Mehr gibt es, glaube ich, zu Kopfhörern sowieso nicht zu sagen. Die NeoBuds Pro sind an sich einfach solide Kopfhörer, die man für 115 Euro ohne Bedenken kaufen kann. Falls ihr euch die jetzt zulegen möchtet, schaut gerne in der Videobeschreibung vorbei. Dort ist ein Link zu Amazon. Falls ihr über den Link kauft, zahlt ihr nicht einen Cent mehr, unterstützt aber den Kanal hier, damit ich in Zukunft auch weiterhin solche Videos für euch machen kann. Falls ihr jetzt noch nicht genug von Kopfhörervideos habt, dann schaut gerne hier oben rechts in der Infokarte vorbei. Dort verlinke ich euch meine Videos zu Beats-Kopfhörern. Dort habe ich verschiedene Beats-Kopfhörer mit den AirPods Max verglichen und auch den AirPods Pro, soweit ich weiß. Also schaut euch das gerne mal an. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video eine Bewertung da lasst, den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, damit ihr kein Video mehr verpasst. Wenn ihr Fragen habt, egal zu den NeoBuds Pro oder anderen Kopfhörern, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich versuche wie immer alle Fragen von euch zu beantworten. Und wenn ihr noch ein paar Behind-the-Scenes-Eindrücke haben wollt, schaut gerne auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Dort heiße ich @AloneReviews. Link ist auch in der Videobeschreibung. In dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Video, ciao.